Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer Folge von Kamiche Simulator. So, ja, mal wieder ist es ziemlich lange her, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Oh, nehmen wir direkt mal den. Na. Und nehmen wir mal direkt nochmal. Der ist schon wieder weg. Nee, komm, jetzt haben wir hier mal ein DLC-Auto. Ja. Gut. Ist das laut oder ist das nur für mich laut? Ich hoffe, das ist nur für mich laut. Packen wir mal auf Debebühne 1. Okay, Bremsen sind schon mal vorne und hinten. Ach ja, zu Anfang leckt es ja noch. Gehe ich hier mal kurz über lang, aber nur geht. Geht gerade. Genau. Alles abbauen. Es kam ein neuer Anruf rein. Ne, Getriebe. Ich möchte nämlich wenigstens so. Ja, 315. Nee. 300, nee. Wie viel Geld brauche ich? Nee, auch nicht. Oh, das sieht ja schön. Na, 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 na. Ja, nein, ich würde gerne 400, mindestens 400.000, gegebenenfalls sogar 500.000 haben. Damit ich mal wieder schön auf Einkaufsjagd gehen kann. Zwar Scheune. Und ich brauche endlich mal ein höheres Level, damit ich auch endlich mal meine Fahrzeuge halt fertig machen kann, damit ich die wieder verkaufen kann. Also halt, entrosten kann. Ich habe leider Gottes schon wieder vergessen, welches Level ich dafür brauchte. Ich glaube, das war schon Level 50. Und ja. Das dauerte leider noch ein bisschen sehr lange. Ja, genau. Nee, Level 35. Das geht ja eigentlich. Es geht ja eigentlich, Punkt. Mehr möchte ich jetzt dazu nicht sagen. Ich hoffe, da bin ich jetzt auch irgendwie demnächst. Ich muss aber gestehen, ich spiele ziemlich wenig in letzter Zeit. Gerade das Spiel hier, also andere Spiele spiele ich ja doch ein bisschen häufiger. Ich gehe mal davon aus. Hier gucke ich auch mal aus. Irgendwann brauchen wir es definitiv wieder. Seht ihr? Deswegen, also die 400.000 bringen mir eigentlich nichts, bis ich Level 35, mindestens Level 35 bin. Oh, hast du erschrocken. Die würde ich auch. So. Getriebe war ja auch kaputt. Also wird das auch gewechselt. Oh ja. Zack. Zack. Und wieder ran.
Jetzt schreiben sie ernsthaft. Wow. Okay. Gut, Getriebe kommt auch wieder ran. Mit 76. Bei 6, doch, 76, 71 nimmt er, ja. Perfekt. Maserati ist das. So. Hab ich noch einen? Nee. Kann ich das reparieren? Oh. Ich hab's leider nicht verstanden gehört, ob das jetzt kaputt gegangen ist oder heile. Ich hoffe mal. Ja, schön. Wieder schön Geld gespart. Cool. Auftrag beenden. Oh, ich hätte mal zwischendurch gucken sollen. Ja, komm. Nehmen wir dich mal. Komm, machen wir doch mal zuerst. Ist ja schon fast hier so ein Standard. So, wie viel Prozent willst du denn haben? 67. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. 67. Oh, ist das so kaputt, das Ding? I. Ich habe auf I gedrückt. Wir fahren. So. 11. Ja, gut. So. Das heißt, du kriegst leider Gottes einen nagelneuen, oder? Ja. ABS Hydro. So, ABS. Da. So, Perfekt. So, du kommst jetzt auf die Hebebühne Nummer 1 natürlich. Getriebe. Oh, zweimal Getriebe. Oh, ich bin woanders gespawnt. Oh. Komm, zwei. Oh, fort. Wir nehmen jetzt noch zweimal Getriebe dazu. Halfen die Reifen San Francisco. Steht nicht. Super. Oh, ja. Stimmt, das Getriebe war ja hier auch. Hier ist ja, glaube ich, Getriebeauspuff. Ja, genau. Genau. Und Bremsen. Genau. Ja, Bremsbeläge mache ich auch immer ab, weil ich erkenne es irgendwie nicht. Aber doch, die waren auch jetzt nicht mehr ganz so toll. Gut. Zufälligerweise, ich hab's sogar, aber falsch. Zufälligerweise auch nicht. So. Oh ja. Warte mal, habe ich jetzt für ihn keine Bremse mehr gehabt? Keine Bremsscheiben? Hab ich es, glaube ich, gar nicht geguckt. Verdammt, jetzt muss ich nochmal ganz gucken. 67. Verdammt. Kann man Bremse reparieren? Nee. Kaputt. Okay, einen einzigen haben wir gerettet. Schade. So, okay, die Bremsbeläge sind gut. Genau. Yeah.
Waren hinten große dran? Ja, doch. Okay, heiße Frisken. Naja. Bremsbeläge brauchen wir 3. Also wieder bremsen. Das war ja auch noch 2. Oh! Glaube ich. Verdammt. Egal. Irgendein Auto kriegt die schon wieder. Die 100er ist es da sowieso immer. Super. Ach ja, genau. Abgasrohr brauchte ich auch noch. 100er, 98, 85. So. Abgasrohr Typ A. Abgasrohr Typ A. Entschalldämpfer. Muss ich gleich gucken. Ich weiß nämlich nicht. R4A Typ B. Zack, fertig. Wundert mich, dass wir dafür so viel Tuning haben. Ah, na gut. Ah, halt, Moment. Verdammt. Habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Nein. Okay, mein Fehler. Habe ich echt immer dran gedacht, dass da noch der Reifen ab muss. Naja. Oder wieder ab muss. Ach, vom Motorraum. So. Hier müssen auch die Reifen ab. Ah, muss ich wahrscheinlich. Ist das das gleiche Auto? Nee, ich wollte gerade sagen. Aber fast. Alter, das ist hinten. Habe ich schon mal bei den Autodoktoren gesehen, dass das tatsächlich... Nee, Quatsch, das war bei jemand anders. Bei, ja, ich sag's einfach jetzt, It's Marvin, der hat da einen Camper umgebaut. Oder halt einen DRL-Wagen. Ey, so geil, das ist so geil. Und da war auch Na. Der Anlasser auch irgendwie so verbaut, dass das nicht schön ist, heranzukommen dahin. Ganz liebevoll. Ist auch wieder alles kaputt. Das Getriebe. Oh, das ist auch komplett kaputt. R3. Getriebe. R3. Da ist es. Brauche ich bestimmt gleich nochmal für drüben. Von 4 Schrauben. Never ever, oder? Nein. Oh. Ist ja auch die gleichen Reifen. Aber die Antrieb... Egal. Oh.
Ich glaube, das war R4B, ne? Genau, R4B. Oh, das ist in Ordnung? Tatsächlich nur das Getriebe? R4B. R6, R4B. Okay. Alles heile. Also wirklich heile. Theoretisch eigentlich 100%. Das Ding ist, das Getriebe ist komplett Schrott. Hm. Also das Getriebe, nicht mal die Schwungscheibe oder Kupplungsscheibe oder Druckplatte. Hm. Ach, anders, ja. Oh, jetzt ein Schluck auf, das gibt's doch gar nicht. Muss doch nicht sein. Wo ist er? Da hinten war der. So, du kannst jetzt schon mal weg. 10.000. Gucken wir nochmal kurz durch. Perfekt. Bling. Okay, komm. Und tschüss. Genau, eine Sache. Ab, oh, die 1. Bei dir war, glaube ich, auch nur das Getriebe. So eine Rennschüssel. Okay. Auch diese Getriebe. Oh Mann. Da. Ach, oh, cool, alles von unten. Das Getriebe sieht eigentlich so noch richtig gut aus, also das Getriebe selber. Das darunter alles nicht. Eigentlich das zu den Bremsen. Hm. Sollte der Kunde da nicht auch nochmal drüber nachdenken? Oder auf ein neues Auto. Okay, wie viel Prozent will der haben? Da. 40. Gut, da brauche ich auch nichts reparieren. Das kann man sowieso nicht reparieren. Das auch nicht. Das auch nicht. Auch nicht. Das könnte man reparieren, aber Wayne. Okay, das Video ging, glaube ich, auch wieder ein bisschen länger. Ich habe jetzt hier leider keine Uhr. Alter, die Reifen. Leute. Das war schon. Das war schon. Auch verblendet. Oh, wir sind Level höher. Gut, komm. Das machen wir jetzt nochmal schnell. Wir öffnen nochmal die Kisten. Ja. Ja, komm, die Karte können wir auch dazu machen. Komm, machen wir jetzt mal. Dafür, dass die so lange durchgehalten hat. Das ist das erste. Ich meine, das hier ist. Ich komme jetzt nicht drauf, aber das ist sowas Billiges. Ja, genau. Oh, ach so. Zwar nur Qualität 1, was mich ein bisschen traurig macht, aber super. Auspuff, Steuerkette. Ja, Steuerkette. Schade. Und? Dingsdeckel, Felge, Auspuff. Genau, zu den Herkopf VBA. Ja. Ja, Felgen bin ich sowieso immer so, naja. Okay.
46, schwer zu sagen. Super. Dann nochmal vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert mich, gebt einen Daumen, schreibt den Kommentar, wie euch das Video gefallen hat. Tschüss.